Ja, mein Name ist Thomas Gilja, ich bin Geschäftsführer in der Böllinger Group. Die Böllinger Group ist spezialisiert auf die Herstellung von Prototypen und Kleinserien für hochkomplexe Anwendungen. Und wir haben vor circa einem Jahr unsere erste Großserienfertigung in Betrieb genommen. Unser Kunde ist mit einer sehr engen Zeitleiste und einem sehr anspruchsvollen Produkt an uns herangetreten. Und wir haben auf der einen Seite ein Unternehmen gesucht, das als Generalunternehmer uns dabei unterstützt, diese Produktion zu industrialisieren. Dabei sind wir über verschiedene Marktanalysen mit der Firma Grob in Kontakt gekommen. Ja, wir hatten von der ersten Anfrage an darüber, dass wir Daten und Zeichnungen mit Grob ausgetauscht haben, direkt einen sehr partnerschaftlichen Kontakt. Es hat wenige Tage gedauert, bis wir die ersten belastbaren Konzeptentwürfe hatten. Auch hier hatten wir mehrere Varianten, die dann auch auf die Gegebenheiten bei uns vor Ort angepasst wurden. Und wir sind da sehr zügig vorangekommen. Also das Team von Grob hat hier sehr schnell und sehr kompetent gearbeitet. Wir haben uns für zwei G320-Maschinen entschieden, die Grob komplett in eine Produktionszelle mit Fremdmaschinen integriert hat. Die Firma Böllinger kenne ich schon viele Jahre. 2021 durften wir die erste automatisierte Anlage hier liefern, bestehend aus einer Universalmaschine G550, einem Palettenrundspeicher und einer Grob eigenen Leitrechnersoftware. Zwei Jahre später, in 2023, konnten wir dann eine weitere Maschine an die Firma Böllinger verkaufen, eine Duplikatanlage mit einer 550 und einem Palettenrundspeicher. Und genau im selben Jahr erhielten wir dann die Anfrage bezüglich der Großserienanlage für LKW-Getriebegehäuse. Wir haben Rohteile, die durch ein Zuführband in die Anlage kommen. Ein Roboter, der praktisch das Bauteil von Arbeitsschritt zu Arbeitsschritt bringt. Wir haben zwei Bearbeitungsoperationen, wo das Bauteil bearbeitet wird. Anschließend wird es Hochdruck entgehärtet und gewaschen. Danach kommt es in einen Vakuumtrockner und in einen Kühlturm anschließend. Nach dem Kühlturm werden die Bauteile nochmal dicht geprüft und verlassen die Anlage dann wieder. Mir hilft besonders weiter das Grob for Line. Hier kann ich sämtliche Statusmeldungen überprüfen, auch unterwegs oder vom Büro aus. Ich sehe sofort, wenn eine Störung ist und kann dementsprechend Maßnahmen einleiten. Für uns in der Böllinger Group ist wichtig, jedes Bauteil nachvollziehen zu können. Dabei hilft uns Grob for Partflow nachzuvollziehen, wann wurde welche Operation in der Anlage vollbracht. Die Prozessdaten aus Grob for Partflow nutzen wir hauptsächlich, um unsere Werkzeuge zu überwachen. Wir nehmen Spindeldaten auf und sehen, wenn Werkzeuge an Warngrenzen kommen, geplant oder auch ungeplant. Wir bieten eine Konnektivität, die nicht nur für Grobmaschinen funktioniert, sondern für verschiedene Hersteller von auch verschiedenen Maschinen. Bei der Firma Böllinger haben wir eine verkettete Anlage, die nicht nur Zerspannung bietet, sondern auch Prozesse wie Waschen und Qualitätsprüfungen. Wir haben es geschafft, mit Grob for Partflow diese Prozesse auch zu digitalisieren. Das heißt, die einzelnen Prozesswerte werden auch digital in unserer Cloud dargestellt. Grob for Analyze hilft uns, den ganzen Prozess zu analysieren. Wir können daraus Fehler schließen. Durch den Zeitstempel kann man einen bestimmten Zeitraum überwachen und die häufigsten Alarmmeldungen dieser Zeit begutachten. So konnten wir einige Fehlermeldungen eliminieren, die immer wieder mal vorkamen, aber in dem normalen Prozess nicht gleich sichtbar waren. Wir haben uns für Grob for TDX entschieden, weil die Bedienung sehr intuitiv ist, weil wir Werkzeugdaten direkt an die Maschine übertragen können durch das Abscannen vom QR-Code auf dem Halter und nach Beendigung des Jobs die Werkzeugdaten auch wieder zurück übertragen können. Grob for TDX digitalisiert die Daten hin zur Maschine, aber auch in der Maschine. Und so können auch immer Live-Standzeiten der Werkzeuge, die in der Maschine gebucht sind, angezeigt werden. Und es ist möglich herauszufinden, welche Werkzeuge auf welchen Maschinen sind. Man sieht auch, auf welchen Lagerorten die jeweiligen Werkzeuge gebucht sind. Das heißt, das Thema Werkzeugsuche ist wirklich ein Thema der Vergangenheit.